Grüß Gott im Freilichtmuseum Glendleiten des Bezirks Oberbayern. Als Leiterin dieses Hauses, mein Name ist Monika Kania-Schütz, heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer Vortragsreihe zum Thema der Erinnerungskultur. Den Anstoß dazu hat ein Haus aus dem Berchtesgadener Land gegeben, das Marosenlehen oder auch das Mitterberneck-Lehen, und zwar das Wohnhaus, vor dem ich hier stehe. Es gilt als eines der ältesten Blockbauten Oberbayerns, stammt aus dem Jahr 1592 und ist Teil einer Zwiehofanlage. Unter Zwiehof versteht man eine besondere Form des Bauens im Berchtesgadener Land, bei der Wohnen und Wirtschaften auf zwei Gebäude verteilt sind. Hier im Wohnhaus lebten die Menschen, während das Vieh in einem anderen Gebäude untergebracht war, in einem Stallstadel, der hier auch in diesem Ensemble zu sehen ist. Das Haus ist mehr als 400 Jahre alt und es hat sich in dieser Zeit wenig im und an dem Haus geändert. Wir zeigen es hier im Freilichtmuseum im Zeitschnitt der 1950er Jahre, das heißt der frühen Nachkriegszeit, also der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie können es sich anschauen kommen, wann immer das Museum geöffnet hat. Die Adresse des Hauses lautete zuletzt Obersalzbergstraße 66. Während sich im und um das Häusel herum wenig verändert hat, vollzogen sich in der näheren Umgebung gewaltige Veränderungen, vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Und das waren Veränderungen, denen sich niemand entziehen konnte. Der Obersalzberg wurde zu einem Zentrum der nationalsozialistischen Herrschaft. Das nehmen wir zum Anlass, um in dieser Vortragsreihe aus verschiedenen Blickwinkeln heraus das Thema der Erinnerungskultur zu beleuchten. Den Anfang macht Herr Feiber vom Institut für Zeitgeschichte in München. Herr Feiber ist ein ausgewiesener Kenner der engeren und weiteren Obersalzbergregion und ihrer Geschichte. Seit Ende der 1990er Jahre betreut er die Dokumentation Obersalzberg. Er ist stellvertretender Leiter dieser Dokumentation, hat die alte Ausstellung kuratiert, die alte Dauerausstellung, und kuratiert jetzt die neue Ausstellung. Die ist in Vorbereitung. Herr Feiber hat studiert Geschichte, Politikwissenschaft und empirische Kulturwissenschaft. Er ist bekannt als Autor und Mitherausgeber der Publikation Tödliche Utopie, die sich anhand von Dokumenten, Bildern und Texten mit der Zeit des Nationalsozialismus eingehend beschäftigt. In seinem Vortrag Der Obersalzberg, das Marosenlehen und Berchtesgaden, Facetten einer Beziehung, beleuchtet er die komplexe Situation der Region von den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit. Wir freuen uns auf den Vortrag von Herrn Feiber. Vielen Dank, Frau Kania-Schütz, für die freundliche Einführung und die Gelegenheit, hier an dieser Stelle den historischen Kontext des Marosenlehens präsentieren zu dürfen. Sie haben bereits erwähnt, dass die alte Adresse dieses in der ehemaligen Gemeinde Au gelegenen Marosenlehens, mit der es auch in der Denkmalliste eingetragen war, Obersalzbergstraße 66 lautete. Nur rund 500 Meter weit entfernt, getrennt durch den Taleinschnitt des Larusbaches, lagen die ersten Häuser des Dorfes Obersalzberg, dessen eigentliches Zentrum rund 3 Kilometer entfernt, aber gut mit dem Auto über die Obersalzbergstraße oder zu Fuß über den Stollenweg erreichbar war. Wir sehen hier eine Karte des Berchtesgadener Landes und rechts oben den Ausschnitt von Obersalzberg mit der Resten, und man sieht, wie nah die beiden zusammengewachsen waren. Und während dieser Berchtesgadener Zwiehof in erster Linie wegen seiner bäuerlichen Kultur und Siedlungsform verbunden wird, deswegen steht er ja auch hier in der Glendleiten im Freilichtmuseum, wie Sie erwähnt haben, steht der Obersalzberg für eine ganz andere Geschichte. Sein Name ist untrennbar verbunden mit dem Namen Hitlers. Das Wort Obersalzberg gewissermaßen zu einem Synonym für den Diktator und das Dritte Reich geworden. Mehr als 1000 Tage, rund ein Viertel seiner Regierungszeit, verbrachte Hitler zwischen 1933 und 1945 auf dem Obersalzberg. Damit war sein Berghof nicht nur Privatwohnung und Privathaushalt des Führers, wie Martin Bormann es 1938 ausdrückte, sondern ein, wenn nicht gar das wichtigste Herrschaftszentrum des NS-Staates.
Dafür entstand nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten mitten in den Alpen das sogenannte Führersperrgebiet, das allerdings keineswegs an seinen zum Teil scharf kontrollierten Grenzen endete, sondern mit der umliegenden Region in vielfältiger Weise verbunden war. Auch Hitler selbst fühlte sich mit Berchtesgaden verbunden, war der Obersalzberg für ihn doch einer der wichtigsten Orte in seinem Leben. Im Mai 1923 kam er in Begleitung von Christian Weber, einer Münchner NS-Lokalgröße, zum ersten Mal hierher. Er wollte den völkischen, antisemitischen Schriftsteller Dietrich Eckart besuchen, der kurz davor mit Hilfe von Christian Weber und Anton Drexler, dem Mitbegründer der Deutschen Arbeiterpartei, der NSDAP, auf dem Obersalzberg untergetaucht war. Eckart hatte den sozialdemokratischen Reichspräsidenten Friedrich Ebert beleidigt und deshalb eine Vorladung vor das Reichsgericht in Leipzig erhalten. Da er sich dem anhängigen Strafverfahren entziehen wollte, suchte er ein geeignetes Versteck. Da wurde ihm von Weber der Obersalzberg empfohlen, den dieser kannte, da er dort im Hochlenzergebiet sein Jagdrevier hatte. Auch Eckart fühlte sich wohl im Berchtesgaden und blieb dort bis Anfang November 1923. Nach dem gescheiterten Putsch an der Feldherrnhalle kehrte er Ende des Monats schwer krank zurück, wo sich Berchtesgadener Freunde um ihn kümmerten. Eckart starb an Weihnachten 1923 und wurde auf dem Berchtesgadener Friedhof begraben. Fortan wurde er als Seher der Bewegung geradezu kultisch verehrt. Ganz verliebt in die Landschaft habe er sich bei diesem ersten Besuch, behauptete Hitler später. Das mag sein. Wichtiger und zentral waren aber die Menschen, Nachbarn und Freunde, Förderer vor Ort und aus dem ganzen Reich mit Verbindungen zum Obersalzberg. Kurzum, ein großes Netzwerk aus Menschen, bei denen seine Weltanschauung und seine Ideen Anklang fanden und bei denen er sich wohlfühlte. Was für einen Ort fand Hitler bei seinem ersten Besuch vor? Man kann sich das heute kaum mehr vorstellen, da der Obersalzberg heute nur noch eine geografische Bezeichnung ist. 1923 handelte es sich jedoch um ein aufstrebendes Bergdorf, in dem neben Alteingesessenen bereits seit Jahrzehnten viele zugezogene, wohlhabende Städter lebten. Die alteingesessene, bäuerliche Bevölkerung war arm und hatte von der kargen Landwirtschaft kaum leben können. Seit der Besiedlung des Bergs, wie der Salzberg früher kurz genannt wurde, im 14. Jahrhundert hatten die Menschen versucht, sich mit Nebenverdiensten ein Zubrot zu verdienen. Die Männer, häufig in den zahlreichen Salzbergwerken als Bergknappen, Salinen oder Waldarbeiter, ganze Familien mit kleinen Holzarbeiten. Auch die Bewohner des Marosenlehns stellten Holzschachteln in verschiedenen Varianten her. Die Lebensverhältnisse verbesserten sich, seit sich Berchtesgaden im 19. Jahrhundert zu einem beliebten Ort der Sommerfrische entwickelte. Bereits 1872 gab es die erste Ferienwohnung. Zu den ersten Gästen gehörte der Erfinder und Unternehmer Karl von Linde. Er logierte später in der Pension Moritz, der von Mauritia Meyer 1878 eröffneten ersten Fremdenpension am Obersalzberg. Regelmäßige Gäste waren prominente Künstler wie der Komponist Johannes Brahms, die Pianistin Clara Schumann, die Maler Franz von Lehnbach und Georg Waltenberger, die Schriftsteller Ludwig Ganghofer und Peter Rossecker. Auch Politiker und Angehörige des bayerischen und österreichischen Herrscherhauses zählten zu ihren Gästen. Diese fanden ein vielfältiges Angebot zur Erholung. Neben der landschaftlichen Schönheit und der Gelegenheit für Bergtouren gab es bereits früh attraktive Angebote für Sport und, modern gesprochen, Wellness. Konzerte, Kinovorführungen und Trachtenabende rundeten das Angebot ab. Vielen gefiel es daher so gut, dass sie sich eigene Häuser zulegten. Schon 1884 erwarb der erwähnte Karl von Linde sein eigenes Domizil und wurde zeitweise der größte Grundbesitzer am Obersalzberg. Auch er gründete eine Pension, in der, wie überall zur damaligen Zeit, die Sommerfrischler, der Adel der Geburt und des Geldes verkehrte.
Ursprünglich aus Aachen verbrachte der Berliner Unternehmer Arthur Eichengrün mit seiner Familie viel Zeit in Bayern und besaß von 1915 bis 1932 mit dem Mitterwurflehen ein eigenes Haus am Obersalzberg. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem privaten Fotoalbum der Familie Eichengrün mit Fotos vom Obersalzberg. Dass die Familie allerdings nach antisemitischen Drohungen den Obersalzberg bereits am Ende der Weimarer Republik verlassen hat. Anders als Linde ist dieser Chemiker jüdischer Herkunft heute aber zu Unrecht weitgehend vergessen, obwohl er bereits über hunderte von Patenten verfügte und seine wichtigste Erfindung, das Aspirin, nach wie vor von vielen auch heute geschätzt und genutzt wird. Der preußische General Viktor von Liegnitz kaufte um die Jahrhundertwende das halbe Freidinglehen, das er sich mit der alteingesessenen Familie Rasp teilte. Wir sehen hier einen Auszug aus dem Fotoalbum der Familie Liegnitz und man sieht auf den, unten das Foto, das Freidinglehen und oben posieren die Kinder vor dem späteren Haus Wachenfeld Hitlers und es fällt auf die optische Ähnlichkeit zwischen den beiden Fotoalben von Eichengrün und Liegnitz. Nach seinem Tod verbrachte seine Witwe Emilia von Liegnitz und Tochter Marietta mit ihrem Ehemann Wilhelm von Bomhardt weiterhin die Sommerfrische am Berg. Und wie in der Zeit üblich, führte auch die Familie Liegnitz-Bomhardt ein Gästebuch. Diese schön gestalteten, bibliophilen Gästebücher geben Auskunft über die sozialen Beziehungen am Ort. 1927/28 waren zum Beispiel bei der Familie nicht nur ihre Obersalzberger Nachbar Schmidtlein aus dem Unterwurflehen, wie sie selbst Dauergäste aus Norddeutschland zu Gast, sondern auch Bernhard Rust mit seiner Frau Sophie. Rust, zu diesem Zeitpunkt noch NSDAP-Gauleiter von Lüneburg-Stade und ein Jahr später Gauleiter des neu gegründeten NSDAP-Gaus Südhannover-Braunschweig, wurde 1933 preußischer und ein Jahr später Reichserziehungsminister. Mehrfach war auch der Berliner SA-Führer Horst von Petersdorf zu Gast. Wir sehen ihn rechts oben im Bild, der seit Beginn der 20er Jahre privat das Dürreckläden am Obersalzberg bewohnte. Neben den Privatpensionen und Dauergästen mit eigenem Zweitwohnsitz gab es seit Anfang der 20er Jahre eine dritte Säule des Obersalzberger Fremdenverkehrs. 1921 eröffnete der Münchner Kinderarzt Richard Zeitz ein Lungensanatorium für Kinder, nachdem er eine alte Pension entsprechend umgebaut hatte. Seither nannte sich der Obersalzberg stolz heilklimatischer Höhenkurort. Auf Vorschlag von Seitz wurde als Anbau an sein Sanatorium im Dezember 1921 die Maria-Hilf-Kapelle gebaut. Hier links im Bild, damit die Obersalzberger nicht mehr jeden Sonntag den weiten Fußweg nach Berchtesgaden zum Gottesdienst machen mussten. Auch sonst engagierte sich der Arzt an seinem neuen Wohnort und setzte sich für die Modernisierung und den Ausbau des Fremdenverkehrs ein. Seit 1932 Mitglied der NSDAP und Gründungsmitglied der Berchtesgadener SS, übernahm Seitz 1933 für die NSDAP das Amt des zweiten Bürgermeisters der Gemeinde Salzberg. Dagegen scheiterte der Plan der Brüder Ernst und Eugen Josef, aus der Pension Moritz ein Heil- und Lungensanatorium zu machen, am Widerstand der Nachbarn. Diese verhinderten, zumindest in ihrer Argumentation, das Projekt weniger wegen der jüdischen Herkunft der Berliner Ärzte, sondern aus Angst vor ansteckenden Krankheiten. Die Brüder behielten zwar weiterhin ein Standbein am Obersalzberg, ihnen gehörte auch das ehemalige Wohnhaus des Kunstmalers Georg Waltenberger, das sie als Pension verpachteten und vor allem Ernst Josef mit seiner Familie darin regelmäßig die Ferien verbrachte, ehe er dieses Haus 1935 weit unter Wert an seinen arischen Pächter verkaufen musste. Später wohnte darin Albert Speer. Das Gebirgskurhaus Obersalzberg, wie er die Pension Moritz Anfang der 20er Jahre genannt hatte und als er es als Sanatorium vorgesehen hatte, verpachtete er dagegen an Bruno Büchner, dem er es
ein paar Jahre später auch verkaufte. Büchner war eine schillernde Figur. Ursprünglich aus Sachsen war er deutscher Meister im Hochradfahren, danach Autorennfahrer und einer der ersten deutschen Piloten. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutsch-Südwestafrika ausgewandert, erlangte er eine gewisse Berühmtheit, weil er als erster Pilot eines Postflugs sich auszeichnete. Und auf den Obersalzberg kam er direkt aus Dar es Salaam im ehemaligen Deutsch-Ostafrika, wo er wegen Amtsanmaßung ein paar Monate im Gefängnis verbracht hatte und im Ersten Weltkrieg in den Kolonialtruppen Paul von Lettow-Vorbecks gekämpft hatte. Zusammen mit seiner Frau Elisabeth, hier ebenfalls im Bild, die Hitler die Nilpferdpeitsche schenkte, mit der der junge Führer in der Kampfzeit stets herumlief, zählte er zu den frühesten Anhängern der NSDAP. Durch Vermittlung Christian Webers, den er wohl über die Jagd kannte, gewährte Büchner Dietrich Eckart Unterschlupf und war wenig später Hitlers erster und langjähriger Gastgeber. Über Büchner fanden die beiden auch schnell Anschluss an die dörfliche Struktur der Region, wo jeder jeden kannte. Nach seiner Entlassung aus der Landsberger Haftanstalt kehrte Hitler bald auf den Obersalzberg zurück. Hier, in der Stille der Bergwelt, fand er, wie er später etwas pathetisch erzählte, die nötige Ruhe, um konzentriert am zweiten Band von Mein Kampf zu arbeiten. Abseits der Tagespolitik, aber keineswegs im Verborgenen. Wir sehen hier die gedruckte Fremdenliste von 1925, in der sich Hitler als Schriftsteller mit Quartier im Gebirgskurhaus, also der Pension Moritz, eingetragen hatte. Die Polizei hatte ihn im Übrigen auch im Blick. Und wieder wohnte er, wie erwähnt, bei Büchner, der ihn sogar am 17. April 1924 in Landsberg besucht hatte und ihm jetzt eine kleine Blockhütte im Wald oberhalb seiner Pension zum Schreiben zur Verfügung stellte, die deshalb später Kampfhäusel genannt wurde. Nach 1933 war dies ein beliebtes Postkartenmotiv einheimischer Fotografen und Kioske und förderte den Mythos von Hitlers Wahlheimat. In Wirklichkeit aber arbeitete Hitler in komfortablerer Umgebung und diktierte den zweiten Band einer Sekretärin in der Pension Moritz und im Hotel Deutschen Haus direkt im Ort Berchtesgaden, wo er auch zeitweise wohnte. Dorthin lud er am 12. Oktober 1926 die Ortsgruppe der NSDAP ein, um die wesentlichen Inhalte in geschlossener Gesellschaft zu erläutern. Diese Ortsgruppe war Anfang 1922 von dem Reichsbahnarbeiter Georg Angerer, der 1919 von München nach Berchtesgaden gezogen war, mit 5 weiteren Berchtesgadenern begründet worden. Unterstützt wurde er dabei aus München von Hermann Esser, einem der wenigen Duzfreunde Hitlers, der Esser 1919 noch bei der Reichswehr kennengelernt hatte. Esser galt zu dieser Zeit nach Hitler als bester Redner der Partei. Ehe er zum Propagandaleiter der NSDAP aufstieg, war er Redakteur des Völkischen Beobachters und zählte zum Freundeskreis von Dietrich Eckart, aber auch Bruno Büchners. Am 26. März 1922 leitete er die erste große Parteiveranstaltung der neu gegründeten Ortsgruppe, bevor sich diese offiziell gründete und an die Öffentlichkeit trat. Esser war in den folgenden Jahren häufig in Berchtesgaden und trat immer wieder als Redner bei den Veranstaltungen der Ortsgruppe auf. Zahlreiche frühe Mitglieder der Berchtesgadener NSDAP zählen so zum Freundeskreis von Dietrich Eckart, der diese auch finanziell unterstützte. Hitler selbst sprach am 1. Juli 1923 erstmals öffentlich auf 2 Veranstaltungen in 2 verschiedenen Berchtesgadener Gasthöfen. Weitere öffentliche Auftritte Hitlers sind erst wieder für die Jahre 1926 und 32 belegt. Dagegen hielt er hinter den Kulissen Kontakt zur Ortsgruppe, die ihn gelegentlich auch in der Pension Moritz besuchte. Als Dauergast war Hitler dagegen in der Region namentlich bekannt. Er kam in seinen Quartieren, in Gasthäusern oder bei Spaziergängen direkt mit den Einheimischen in Kontakt.
die in ihm zunächst den sympathischen Nachbarn und Gast und weniger den Parteiführer sahen. Mit Mitzi Reiter, die er im Herbst 1926 vermutlich im Bekleidungsgeschäft ihrer Eltern im Deutschen Haus kennengelernt hatte, hatte er eine heimliche Affäre. Nach Aussage von mehreren Familienmitgliedern kehrte Hitler mehrmals auf einen Kaffee, ein Glas Milch oder eine Brotzeit auch ins Marosenlehen ein. Sein Lieblingsziel bei den Spaziergängen, die seit den 20er Jahren zu seinem täglichen Ritual wurden, war jedoch der Gasthof Hochlenzer, der in westlicher Richtung ungefähr so weit vom Kern des Obersalzbergs entfernt liegt wie das Marosenlehen. Wir erinnern uns, in diesem Gebiet hatte Christian Weber sein Jagdrevier. Wie viele andere, die oft auf den Obersalzberg kamen, drängte es auch Hitler nach einer festen Bleibe. Durch Vermittlung von Helene Bechstein, die mit ihrem Mann, dem Klavierfabrikanten Edwin, in den 20er Jahren zu Hitlers größten Förderern gehörte und nur wegen Hitler 1927 selbst ein eigenes Haus auf dem Obersalzberg erworben hatte, konnte er ein kleines, 1917 im oberbayerischen Landhausstil erbautes Ferienhaus mieten, Haus Wachenfeld. Es gehörte der Witwe eines des norddeutschen Fabrikanten Otto Winter, einem Anhänger Hitlers, nach dessen Mädchennamen das Häuschen benannt war. Wir sehen es hier im Bild. Hitler mietete dieses ab Oktober 1928 und bat seine verwitwete Halbschwester Angela Raubal, ihm den Haushalt zu führen, die daraufhin mit ihren beiden Kindern, darunter die damals 20-jährige Tochter Geli, auf den Obersalzberg zog. Seit er über ein eigenes Haus verfügte, hielt sich Hitler noch öfter in der Gegend auf und nutzte fortan die entspannte Atmosphäre der Berchtesgadener Bergwelt für politische Zwecke. Da Haus Wachenfeld zu klein für die vielen Parteifunktionäre war, die Hitler immer wieder zu sich einlud, quartierte er diese zumeist im benachbarten Gasthof Plattnerhof ein, wie Bruno Büchner die Pension Moritz inzwischen nannte. Das Gästebuch des Plattnerhofs verzeichnet die Namen vieler prominenter Nationalsozialisten, mit denen Hitler gemeinsam die Macht erobern wollte. Wenn Sie auf die Einträge schauen, können Sie die Namen Himmler, Frick, Rosenberg und viele andere lesen. Am 9. und 10. Juli 1932 veranstaltete die NSDAP im Vorfeld der Reichstagswahl am 31. Juli den sogenannten Großdeutschen Tag auf der Breitwiese am Fuße des Salzbergs. Auf der bis dahin größten Massenveranstaltung in der Geschichte Berchtesgadens hielt Hitler eine Rede vor rund 18.000 Menschen. Bei der folgenden Reichstagswahl wurde die NSDAP mit 37,2% im Reich und 37,1% im Markt Berchtesgaden erstmals stärkste Partei. Die folgenden Verhandlungen über die Bildung einer neuen Reichsregierung unter einem Kanzler Hitler führte dieser weitgehend vom Obersalzberg aus. Die sogenannte Machtergreifung am 30. Januar 1933 löste in ganz Deutschland eine euphorische Hitlerbegeisterung aus. Wie viele andere Gemeinden im Reich ernannten auch die Gemeinden des Berchtesgadener Talkessels Hitler zu ihrem Ehrenbürger und widmeten ihm Straßen und Plätze. Von seiner Wohngemeinde Salzberg wurde Hitler am 24. März zum Ehrenbürger ernannt, in der Hoffnung, dass es der Gemeinde, Zitat, nur zum Vorteil gereichen kann, zumal der Obersalzberg der Lieblingsaufenthalt des Kanzlers ist. Bereits 1932 hatte Heinrich Hoffmann mit dem Bildband Hitler, wie ihn keiner kennt, eine Art Homestory veröffentlicht, die auch einige Fotos vom Obersalzberg enthielt. Spätestens dadurch wurde Hitlers Refugium einer breiten Öffentlichkeit bekannt und erste Anhänger reisten dahin. Nach der Märzwahl und dem Tag von Potsdam entwickelte sich innerhalb weniger Wochen der Obersalzberg zum Zentrum eines pseudosakralen Hitlerkults. Wallfahrer, wie die Hitlerbegeisterten schon damals genannt wurden, strömten in Scharen auf den Berg, um den Führer, anders als in Berlin, zum Greifen nahe zu sehen, warteten oft Stunden und Tage am Maschendrahtzaun von Haus Wachenfeld. Die Behörden sahen diese Massenaufläufe allerdings ungern.
Sie sahen darin ein Risiko und sorgten sich um die Ruhe und vor allem um die Sicherheit des Diktators. Daher machten sie den unkontrollierten Wallfahrten der ersten Monate rasch ein Ende. Nach und nach wurden die Besucherströme reglementiert. Am 29. Juli 1933 untersagte Heinrich Himmler in seiner Eigenschaft als politischer Polizeikommandeur Bayerns alle privaten Autofahrten auf den Obersalzberg. Ausgenommen waren die Gemeindebürger, doch durften diese nur noch die längere Strecke über die Au und auf der Obersalzbergstraße am Marosenlehen vorbei zu ihren Anwesen fahren. Spätestens ab 1934 liefen diese Besuche nach einem festen, auf öffentliche Wirkung bedachten Schema ab. War der Hausherr daheim, so zeigte er sich der wartenden Menge täglich zur gleichen Zeit am gleichen Platz. Das Format erinnert ein wenig an die Papstaudienzen in Rom. Hitlers vermeintliches Privathaus war ein beliebtes Reiseziel aus allen Teilen Deutschlands. Die NSDAP und ihre Gliederungen organisierten Fahrten, auch zahlreiche Einzelbesucher und Einheimische kamen. Von 1937-38 an waren diese Besuche allerdings nur noch nach Anmeldung und nach Genehmigung und in der Regel nur noch für Gruppen, zumeist Mitglieder von NS-Organisationen und Schulklassen, möglich. An den Zufahrtsstraßen zum Sperrgebiet kontrollierten SS-Wachen die Sonderausweise. Mit Kriegsbeginn wurden auch diese Möglichkeiten eingeschränkt. Nur bei Abwesenheit Hitlers war der Obersalzberg noch halbwegs frei zugänglich. Doch in diesen Anfangsjahren des Regimes erfuhr der Fremdenverkehr mit Hitler als touristischem Zugpferd für Berchtesgaden einen merklichen Aufschwung, von dem die ganze Region profitierte. Die Übernachtungszahlen stiegen geradezu sprunghaft an. Bereits 1933 wurde ein Zuwachs an Gästen um 25% gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Bis 1937 stiegen die Zahlen um weitere sagenhafte 450%. Die Berchtesgadener nutzten die sich daraus ergebenen Chancen. Fast alle Pensionen und Gasthöfe rund um den Obersalzberg bauten an und um, um durch ausgeweitete Bettenkapazitäten von den Völkerwanderungen zum Obersalzberg, so die Lokalpresse, profitieren zu können. Auch in vielen Privathäusern gab es jetzt wieder Fremdenzimmer, denn diese Wallfahrer übernachteten aus Kostengründen gern bei den umliegenden Bauernfamilien. Auch im Marosenlehen wurde Anfang der 30er Jahre eine kleine Kammer für Pensionsgäste eingebaut. Diese zu Tausenden auf den Obersalzberg strömenden Wallfahrer brachten Geld. Rund um den Berg florierte der Souvenirhandel. Schon bei den ersten Aufenthalten Hitlers als Reichskanzler im Frühjahr 1933 verkauften geschäftstüchtige Einheimische Steine, auf denen er angeblich gestanden hatte, und andere Devotionalien für teures Geld. Bald boten Geschäfte Souvenirs, Postkarten, Stocknägel, Kissenbezüge und vieles andere an. Entsprechend später gab es später gegenüber dem Platterhof einen eigenen Souvenirladen. Doch das wichtigste Motiv war nicht die Landschaft, sondern Hitler und sein Heim. Am Obersalzberg trafen sich so die propagandistischen Absichten des Regimes mit den kommerziellen Interessen von Geschäftsleuten und Unternehmen. Der Kult stärkte den Kommerz und der Kommerz stärkte den Kult. Zahlreiche Berufsfotografen vor Ort wie Johann Brandner erschlossen sich neue Einnahmequellen, indem sie den Pilgern Erinnerungsfotos vom Besuch beim Führer verkauften. Teilweise war den Besuchern verboten, eigene Fotos zu machen, um den Fotografen das Geschäft nicht zu verderben. Dennoch blieben deren Einnahmen bescheiden gegenüber denen von Heinrich Hoffmann. Hitlers Leibfotograf, der schon seit den 20er Jahren regelmäßig mit Eckhard Esser und Hitler nach Berchtesgaden kam, machte dabei ein Vermögen. Seine Fotos waren suggestiv, stets bewusst in Szene gesetzt und häufig retuschiert. Damit aber prägte er das Bild des Obersalzbergs bis heute. Eine idyllische, völkisch heile Bergwelt mit einem Führer, um den sich seine treue Gefolgschaft scharte. Neben Postkarten legte Hoffmann weitere Bildbände auf, mit Titeln wie Hitler in seinen Bergen und Hitler abseits vom Alltag, die Massenauflagen erlebten. Seine Zusammenarbeit mit dem Zigarettenbilderdienst Hamburg-Altona erschien in das Sammelalbum Adolf Hitler,
Bilder aus dem Leben des Führers, hatte eine Gesamtauflage von knapp 2,4 Millionen, als es kriegsbedingt 1942 eingestellt wurde. Damit wurde dieses in den ersten Jahren nach der Machtübernahme erzeugte Bild des Obersalzbergs bis in die Kriegszeit hinein verlängert und weitergepflegt, als diese inszenierten Besuche schon längst ein Ende gefunden hatten. 1933 allerdings deutete im Berchtesgaden alles auf eine glückliche und prosperierende Zukunft im Windschatten des Führers hin. Sogar der Bau einer eigenen katholischen Pfarrkirche Verklärung Christi für das Bergdorf schien endlich finanzierbar und damit die Erfüllung eines jahrzehntelangen Wunsches der Bevölkerung in greifbare Nähe gerückt. Umso bestürzter waren daher die einheimischen Obersalzberger, als sich abzeichnete, dass die neuen Herren am liebsten unter sich waren und für alteingesessene Familien kein Platz mehr war. Bereits beim Einzug in Haus Wachenfeld hatte sich Hitler ein Vorkaufsrecht einräumen lassen. Nach längeren Verhandlungen konnte er das Anwesen schließlich im Sommer 1933, zufällig ein halbes Jahr nach der Übernahme der Macht, für rund 175.000 Reichsmark erwerben. Er konnte sich das inzwischen auch problemlos leisten, da er dank der Einnahmen von Mein Kampf vermögend geworden war. Schon seit Beginn der Kaufverhandlungen 1932 hatte er den Anbau einer Garage geplant, die er ein Jahr später errichten ließ. Inzwischen war der radikale Oppositionspolitiker jedoch Reichskanzler geworden und mit dem neuen Amt änderten sich auch Ansprüche und Anforderungen. Das im Ersten Weltkrieg erbaute Ferienhaus war einfach zu klein geworden. Es hatte zwar dem Parteiführer genügt, entsprach aber nicht mehr den Bedürfnissen eines Regierungschefs, der mit der entsprechend großen Entourage anreiste. Nachdem er seinen Tross zunächst in den nahegelegenen Pensionen provisorisch untergebracht hatte, wurde in der Folgezeit nicht nur aus dem Dorf Obersalzberg das Führersperrgebiet, sondern die ganze Region zum zweiten Regierungssitz mit entsprechender Infrastruktur ausgebaut. Den Auftakt bildete der Ausbau von Hitlers Landhaus zum repräsentativen Berghof. Wir sehen hier diese klassische Aufnahme und wir sehen hier im Bild, wie das alte Haus Wachenfeld in den neuen, sehr großen, pompösen Berghof integriert wurde. Dieser avancierte dann zum Zentrum dieses streng abgeschirmten Führersperrgebietes, in dem kein Platz für andere war. Seit 1935-36 erwarb Martin Bormann, offiziell Stabsleiter bei Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess und seit 1936 selbsternannter Chef der Verwaltung Obersalzberg, systematisch so gut wie alle Gebäude und Grundstücke in der unmittelbaren Umgebung. Dafür mussten seit Jahrhunderten dort ansässige Bergbauernfamilien ebenso weichen wie zugezogene Sommerfrischler, aktive Parteimitglieder ebenso wie alte Freunde und Unterstützer. Formal kaufte Bormann die Liegenschaften korrekt an. Die gezahlten Entschädigungen variieren aber stark. Im Durchschnitt erhielten sie zwischen 1 und 7 Reichsmark pro Quadratmeter. Der Durchschnittspreis in Berchtesgaden war etwa 19-20 Reichsmark pro Quadratmeter. Und wer nicht bereit war zu verkaufen, und das waren die wenigsten, wurde massiv unter Druck gesetzt und mit KZ-Haft bedroht. Bei Hitlers direktem Nachbarn, dem Türkenwirt Karl Schuster, wurde schon 1933 ein Exempel statuiert. Schuster, der mit Dietrich Eckart befreundet war und in dessen Gasthof regelmäßig Parteiversammlungen, auch mit Hitler, stattfanden und 1929 die Obersalzberger NSDAP gegründet wurde und der damit wesentlich dazu beigetragen hatte, dass der Obersalzberg zu Adolf Hitlers Wahlheimat wurde, das war auch der Titel eines NS-Propagandabuches von 1933, das ein Sohn des Wirts verfasst hatte. Sein Bruder Hans hatte auch die Totenmaske Dietrich Eckarts angefertigt. Dieser Karl Schuster musste als erster Obersalzberger sein Anwesen verkaufen, nachdem er kurzzeitig sogar im Berchtesgadener Gefängnis inhaftiert war. Das Spannungsfeld von Profiteur und Opferrolle wird deutlich bei Johann Brandner, dem schon erwähnten jungen Fotografen, der sich seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Hitlerbildern verdiente und der,
weil er sich Anfang 1937 bei Hitler persönlich darüber beschwerte, dass er seinen unterhalb des Berghofs gelegenen Kiosk aufgeben sollte, für 2 Jahre nach Dachau ins KZ kam. Das symbolische Ende des Dorfes Obersalzberg bildete die Exekration, das heißt die Entweihung der neben dem Kindersanatorium gelegenen Maria-Hilf-Kapelle am 18. Januar 1937, für die dieses im Stile eines Sterbebildchens angefertigte Gedenkkerzen gedruckt wurde. Damit war das Dorf Obersalzberg ausgelöscht. An seine Stelle trat mit dem Führersperrgebiet eine Art Kleinstadt am Berg mit SS-Kaserne, Luxushotel, Gutshof, Kindergarten und Siedlungen für die Angestellten. Diese Einrichtungen wurden teils in vorhandenen, zum größten Teil aber in neu errichteten Bauten untergebracht. Seit 1936 war das ganze Gebiet eine Großbaustelle und blieb es bis in die letzten Kriegstage hinein. Irgendwo wurde immer gebaut, abgerissen und erweitert. Wir sehen hier eine Tuschzeichnung von 1941, die einen guten Eindruck von diesem Führersperrgebiet Obersalzberg zeigt. Sie zeigt allerdings nicht das Führersperrgebiet, wie es tatsächlich ausgesehen hat, sondern so, wie Bormann es sich in seiner Endphase vorgestellt hatte, wie es eines Tages aussehen hätte sollen. Dieser Bauboom führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in der ganzen Region. Zwar kamen bei den Großbauten zumeist nur national und international tätige Unternehmen zum Zug, aber auch die mittelständischen einheimischen Firmen profitierten als Subunternehmer oder Zulieferer. Auf jeden Fall war es schwer, Arbeitskräfte in ausreichender Zahl vor Ort zu finden, da hier bereits Anfang 1936 weitgehend Vollbeschäftigung herrschte. Zwischen 1933 und 1945 arbeiteten am Obersalzberg und ganz Berchtesgaden mehrere Tausend, wenn nicht Zehntausende Beschäftigte des Führersperrgebiets. Sie waren tätig als Hauspersonal, Bauarbeiter und Ingenieure, Dienstleister wie Friseure und Ärzte oder versahen ihren Dienst als SS-Angehörige und sonstige Mitarbeiter von NSDAP-Dienststellen und Behörden. Von ihnen waren nur die wenigsten Einheimische, wie Anna Schweiger. Die Schwester der Marosenbäuerin arbeitete als Köchin am Obersalzberg und brauchte daher keine neue Wohnung. Für die aus ganz Deutschland und Österreich zugezogenen wurden jedoch dringend Wohnungen benötigt und für die am Obersalzberg kein Platz mehr war. Einige wohnten in der Oberau und in der Umgebung. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Salzberg allein stieg von 1933 bis Kriegsbeginn um fast 70%. Von der Au, also der Gemeinde, in der das Marosenlehen stand, sogar um mehr als 120%. Da die Flächen der Gemeinde vor der Gebietsreform zu klein waren, kam es immer wieder zu Grenzverschiebungen zwischen Salzberg und seinen Nachbargemeinden, insbesondere dem Markt Berchtesgaden und der Gemeinde Au. Um den Wohnungsbedarf kümmerten sich auch die Gemeinden oder Bürgermeister selbst, da sie sehr stolz auf ihre neue Bedeutung waren. Für das immer zahlreiche Personal wurde schließlich 1940 auch in der Knotschaft Resten eine Mustersiedlung mit 40 Häusern und Geschäften, einem Gasthaus, Kindergarten und Schulen, Freibad und Turnhalle gebaut. Die Buchenhöhe, Sie sehen es hier auf der Tuschezeichnung links oben im Bild. Ein Jahr davor war bereits die Klaushöhe als neue Angestellten-Siedlung entstanden. Bormann plante mittelfristig, die ganze Knotschaft Resten dem Führersperrgebiet einzugliedern. Und daher ist es wohl eher dem Zufall oder vielleicht besser dem Kriegsverlauf zu verdanken, dass das Marosenlehen erhalten geblieben ist. Noch 1941 hatte Bormann auf der anderen Seite des Führersperrgebiets die Scharitzkehlalm gekauft und den verkaufsunwilligen Besitzer mit KZ-Haft bedroht. Im ganzen Berchtesgadener Land wurde die Infrastruktur ausgebaut, damit der Obersalzberg als zweites Machtzentrum des Dritten Reiches voll funktionsfähig war. In Einring entstand seit 1933 ein Regierungsflughafen, auf dem sogar große Verkehrsflugzeuge im Gebirge landen konnten und im Markt Berchtesgaden 1940 ein überdimensionierter Hauptbahnhof. Beides
damit die neuen Herren möglichst bequem und schnell anreisen oder Staatsgäste repräsentativ empfangen konnten. Für hochrangige Gäste, die nicht direkt am Obersalzberg untergebracht werden konnten oder sollten, entstand der Berchtesgadener Hof zur Verfügung eines der besten Hotels am Platz, das die NSDAP 1939 erwarb. Nicht zuletzt wegen der Nähe zum Obersalzberg errichtete man in der Strub 1938 eine Garnison. Am wichtigsten jedoch war die sogenannte Kleine Reichskanzlei in der Stangass, einem Ortsteil des Nachbarorts Bischofswiesen. Sie wurde 1936 errichtet, damit Hitler jederzeit über einen leistungsfähigen Regierungsapparat verfügen konnte. Hans-Heinrich Lammers, ihr Chef, erhielt dort seine Dienstwohnung. Die Akten brachte täglich die Reichsbahn von und nach Berlin. Gleich nebenan residierten die Spitzen der Wehrmacht. Nach dem Anschluss Österreichs wurde das Salzburger Schloss Klessheim als Gästehaus des Führers zu einem wichtigen Besprechungsort im Krieg. Sein Außenminister residierte in Schloss Fuschel. Als gleichsam zweite Hauptstadt des Reiches übernahm Berchtesgaden Repräsentations- und Organisationspflichten. Der Vorort des Berghofs musste daher imponieren und repräsentieren. Und entsprechend wurde nicht nur der Ort selbst optisch verschönert und renoviert, sondern die ganze Region ausgebaut, Straßen verbreitert, um dem erhöhten Verkehrsaufkommen Rechnung zu tragen. Das Dietrich-Eckardt-Krankenhaus, der Name verweist auch auf den Kult um Dietrich Eckardt hin, entstand als eine Vorzeigeklinik. Die Jugendherberge trug als einzige im Reich Hitlers Namen. In der näheren und weiteren Umgebung siedeln sich zahlreiche NS-Granden an. Der 1942 tödlich verunglückte Rüstungsminister Fritz Todt besaß in der Ramsau ein Blockhaus. Heinrich Himmler nutzte seit 1940 die ehemalige Villa der Familie Trapp in Salzburg als Feldkommandostelle Bergwald und bekam noch 1944 vom Landkreis die arisierte Villa Schneewinkel in der Schönau zur Verfügung gestellt. Denn der Obersalzberg selbst war ausgewählten NS-Größen vorbehalten. Dazu gehörte Hermann Göring, der zweite Mann des Dritten Reiches. Erst später kamen Martin Bormann und Albert Speer dazu. Vor allem, wenn wichtige Grundsatzentscheidungen anstanden, zog sich der Diktator in sein Bergdomizil zurück, das eine Mischung aus Regierungs- und privatem Wohnsitz war, an dem Hitler seine Ersatzfamilie unter einem Dach versammelte und auf engem Raum Privates und Politisches zu einer unentrennbaren und unentwirrbaren Melange vermengte. Durch die langen, oft wochenlangen Aufenthalte war aber auch das ganz konventionelle, alltägliche Staats- und Verwaltungshandeln abseits der großen Politik am Obersalzberg stets präsent. Über 125 Gesetze, Führererlasse und Verordnungen bzw. Staatsverträge wurden in den 12 Jahren des NS-Regimes von Hitler in Berchtesgaden ausgefertigt bzw. ratifiziert. Seit dem Ausbau von Haus Wachenfeld zum Berghof nutzte Hitler sein Domizil auch als außenpolitische Bühne und empfing vor der grandiosen Kulisse der Berchtesgadener Alpen ausländische Staatsgäste. Der Obersalzberg spielte so bei allen territorialen Erweiterungen und Eroberungen des Deutschen Reiches vor dem Krieg eine zentrale Rolle. Auch der Weg in den Zweiten Weltkrieg führte über den Obersalzberg, wo Hitler im Sommer 1939 viele Wochen verbrachte, zahlreiche in- und ausländische Gäste empfing und im Berghof den Spitzen der Wehrmacht am 22. August 1939 seinen Entschluss verkündete, in Polen einzumarschieren. Im Krieg war der Obersalzberg dann konsequenterweise bei allen Aufenthalten des Diktators formal für ein Hauptquartier, gleichrangig mit der Wolfschanze in Ostpreußen, da der oberste Befehlshaber der Wehrmacht ja mitten im Krieg bis 1944 stets viele Wochen und Monate in Berchtesgaden verbrachte. Hier wurden nicht nur die Vorbereitungen zum Unternehmen Barbarossa, dem Überfall auf die Sowjetunion, am 22. Juni 1941 getroffen, sondern auch die immer wieder verschobene Invasion Englands geplant und zuletzt der Einmarsch der Wehrmacht in Ungarn mit der damit verbundenen Deportation der ungarischen Juden nach Auschwitz befohlen. Bis hin
zu Holocaust und dem Völkermord an den Juden. Gibt es kaum einen Komplex der NS-Verbrechen, der nicht mit dem Obersalzberg verknüpft wäre. Angefangen von dem Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933, über die Massenmorde an der sowjetischen Bevölkerung bis hin zum Holocaust. Im Oktober 1939 ermächtigte Hitler, rückdatiert auf den 1. September, den Tag des Kriegsbeginns, seinen Begleitarzt Karl Brandt und den Leiter der Kanzlei des Führers Philipp Buhler mit der Durchführung der Euthanasie. Vorbereitet wurde die Ermächtigung zur Ermordung von körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen während Hitlers Sommeraufenthalt am Obersalzberg. Und von dieser Entscheidung waren auch zahlreiche Berchtesgadener Familien betroffen. Mehr als ein Dutzend Menschen rund um Hitlers Berghof fielen der Euthanasie zum Opfer. Männer, Frauen und Kinder. Sie wurden ermordet in Grafeneck, Brandenburg, Egelfing-Haar und Hartheim, weil Euthanasieärzte nach Aktenlage entschieden hatten, dass ihr Leben lebensunwert sei, weil sie psychisch krank, körperlich oder geistig behindert waren. Unter ihnen befand sich auch die taubstumme Anna Grassel aus Schönau am Königssee. Nach dem frühen Tod der Eltern lebte sie ab 1937 in einem Pflegeheim in Neuötting und geriet in der Familie in Vergessenheit. Die Kosten für die Unterbringung übernahm die Fürsorge. Mitte März 1941 wurde die 35-Jährige nach Egelfing-Haar verlegt und keine 5 Wochen später in Hartheim ermordet. Dieses Schicksal hätte auch die nur wenig ältere Anna Renoth aus dem Marosenlehen treffen können. Auch sie war taub, konnte aber sprechen, da sie ihr Gehör wohl erst im Alter von 5 Jahren verloren hatte. Sie stammte vom Vorderpfeilehen am Obersalzberg und war eine Nichte von Georg Eder, dem Besitzer des Marosenlehens. Das Nanai, wie sie genannt wurde, kam nach dem Tod von Eders Ehefrau wohl 1933 als Magd auf den Hof. Nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 1933, einem der ersten NS-Gesetze, wurde sie zwangssterilisiert. Anders als Anna Grassel hatte sie aber eine Familie, bei der sie wohnen konnte und die sich um sie kümmerte und entging wohl deshalb der Ermordung. Am 14. Juli 1944 verließ Hitler den Obersalzberg für immer. Nachdem er in sein umgebautes Führerhauptquartier Wolfschanze zurückgekehrt war, verschlechterte sich die Kriegslage dramatisch. Und bereits Ende 1944 standen die alliierten Truppen an den Grenzen des Reichs. Unter diesen Umständen kam für den Diktator eine Rückkehr nach Berchtesgaden nicht mehr in Frage. Weil das so aussehe, so Bormann gegenüber seiner Frau, als zöge er sich, während draußen hart gekämpft, gelitten, gestorben und wird, ins friedliche Privatleben zurück. Dennoch gab Bormann, der in diesen Zeiten regelmäßig allein für ein paar Tage seine Familie am Berg aufsuchte, die Hoffnung nicht ganz auf, Hitler könnte sich doch noch zur Rückkehr in den Berghof entschließen. Und sorgte deshalb dafür, dass der Bunkerbau unverändert weiterging. Denn seit Juli 1943 entstand auf seine Veranlassung ein unterirdisches Höhlensystem mit 107 Kavernen auf einer Fläche von rund 22.300 Quadratmetern, das die verschiedenen Bauten und Einrichtungen miteinander verband. Ein unterirdisches Führerhauptquartier, das jedoch nie als solches genutzt wurde. Für den Bau des Bunkers und weiterer Baumaßnahmen wurden während des Krieges mehrere tausend Zwangsarbeiter eingesetzt, teilweise bis zu 6.000 gleichzeitig. Schon 1939 gab es infolge des großen Arbeitskräftemangels in Berchtesgaden Fremdarbeiter aus dem verbündeten Italien und Tschechien nach der Errichtung des Reichsprotektorats, die zunächst alle noch auf freiwilliger Basis angeworben wurden und mit Kriegsbeginn nicht mehr heimkehren konnten. Im Krieg verschärfte sich der Arbeitermangel nochmals. Diese kamen jetzt aus allen Teilen des nationalsozialistischen Macht- und Herrschaftsbereichs. Das überwiegende Gros stellten aber weiterhin Tschechen und Italiener. Sie waren in Dutzenden Barackenlager untergebracht und arbeiteten überall in der Region.
Vor allem beim Bunkerbau. Nicht nur am Obersalzberg, sondern auch unter der kleinen Reichskanzlei und anderswo mussten diese dienstverpflichteten ausländischen Arbeiter bei schlechter Verpflegung Schwerstarbeit leisten. Ab 1942 waren Zwangsarbeiter auf den Baustellen des Führersperrgebiets in der Überzahl und bald auch anderswo im Alltag allgegenwärtig. Bei Bauern und Handwerkern, in Geschäften und Gasthäusern. Deutsche Männer waren zu dem Zeitpunkt überwiegend an der Front. Mit zunehmender Fortdauer des Krieges wuchs auch in Berchtesgaden die Unzufriedenheit. Wie im ganzen Reich verfiel auch hier das Ansehen Hitlers zunehmend. Hätte man 1933 gewusst und geahnt, berichtete die SD-Außenstelle Berchtesgaden am 7. März 1945, dass sich die Ereignisse so zuspitzen würden, wäre Hitler nie gewählt worden. Solche Fotos unter dem Bild des Führers, wie das hier 1941 aufgenommene aus dem Marosenlehen, gehörten der Vergangenheit an. Hitler selbst bekam von diesem Stimmungswandel in seiner Wahlheimat nicht mehr viel mit. Er entschied sich allen Drängen zum Trotz, in Berlin zu bleiben. Am 25. April 1945 bombardierte die Royal Air Force den Obersalzberg. Nur wenige Gebäude überstanden den Großangriff unversehrt. Auch am Marosenlehen gab es leichte Schäden. 30 Personen, angesichts der Stärke und der Wucht des Angriffs eine vergleichsweise geringe Zahl, kamen jedoch ums Leben. Darunter befand sich mit Stefan Rasp vom Hofreitlehen auch der Nachbar des Marosenlehens. Während des Angriffs hielten sich noch immer mehr als 3000 Menschen am Obersalzberg auf. Verwaltungs- und Hauspersonal, SS-Männer, Angehörige der Kriminalpolizei und Beamte des Reichssicherheitsdienstes, Bauingenieure und Zwangsarbeiter. Sie alle fanden in der Bunkeranlage Zuflucht, die dem Bombardement standhielt. Danach löste sich das streng bewachte Führersperrgebiet von selbst auf. Das Sicherheits- und Verwaltungspersonal verließ das Gelände fluchtartig, was für die Zwangsarbeiter die Freiheit bedeutete, die am Morgen des 25. April noch zur Arbeit hatten antreten müssen. Damit war aber das ganze Gebiet frei zugänglich. Der Landrat erkannte die Realität an und gab in Absprache mit dem SS-Kommandanten das Areal offiziell frei. Die Berchtesgadener wiederum interpretierten dies als Freibrief zur Plünderung. In den Bunkern waren ungeheure Berge von Lebensmitteln, Warenlagern von Stoffen, Kleidern, Schuhen, Geschirr, Waschmitteln und so weiter aller Art eingelagert, erinnerte sich später ein Zeitzeuge. Die Einheimischen kamen jetzt in Scharen und mit Leiterwagen und Handkarren und bedienten sich aus den angehäuften Vorräten an lange entbehrten Grundnahrungsmitteln, an Genussmitteln wie Spirituosen und Zigarren, aber ebenso an Hausrat und Mobiliar. Souvenirs aus den zerstörten Gebäuden und jetzt frei zugänglichen Bunkern waren begehrt. Auch der Eigentümer des Marosenlehens ging zum Hitlerhaus, wie die Berchtesgadener den Berghof nannten. Noch heute befinden sich eine rot-weiß karierte Bettwäsche sowie Besteck, jeweils mit dem Monogramm AH, im Besitz der Familie. Nach ihrer Ankunft bedienten sich auch die alliierten Soldaten ausgelassen an den Vorräten der besiegten NS-Elite und schickten Fotoalben, Schallplatten und Bücher als Souvenir nach Hause, nach Frankreich und in die USA. Es ist nicht ein Stück übrig geblieben für ein Museum über den großen Kriegsverbrecher und über die ganze Welt verstreut, werden den Menschen auf ewige Zeiten und immer nur ein einzelner Serviettenring oder eine Gurkengabel gezeigt werden, die vermutlich von Hitler benutzt worden ist, berichtete die amerikanische Kriegsberichterstatterin Lee Miller Anfang Mai 1945. Mit der kampflosen Besetzung Berchtesgadens am 4. Mai 1945 endete auch die Funktion des Obersalzbergs als zweiter Regierungssitz des Dritten Reiches. Wie überall in Deutschland sahen sich auch die Bewohner von Hitlers ehemaliger Wahlheimat als Opfer und Verführte. Vor allem aber, weil der Obersalzberg nach dem Krieg weltweit zum Synonym für den Diktator geworden war,
wollten sie die in ihren Augen ortsfremden Clique am Berg nichts zu tun haben. Diese Enthitlerisierung entsprach dem weit verbreiteten Muster der Vergangenheitsinterpretation der Nachkriegszeit, aber nicht den Realitäten in Deutschland als Ganzen und Berchtesgaden im Kleinen. Denn auch wenn das Führersperrgebiet formal eine exterritoriale Regierungsstadt mit einer eigenen, von der Kommunalverwaltung unabhängigen Administration war, handelte es sich nicht um ein extraterrestrisches Raumschiff, das urplötzlich aus dem Nichts auf dem Obersalzberg gelandet war, als dass es nach dem Krieg von manchen gerne gesehen wurde. Zwischen dem Obersalzberg im Sinn von Führersperrgebiet mit seinen Protagonisten, seinen Bewohnern und Bediensteten auf der einen Seite und den Nachbarn in der näheren und weiteren Umgebung wie dem Marosenlehen auf der anderen Seite gab es vielfältige Beziehungen. Wer sich auf die Spurensuche begibt, wird viele Verbindungen entdecken. Nicht zuletzt deshalb ist entgegen den Hoffnungen, Wünschen und Bestrebungen von manchen, die NS-Geschichte am Obersalzberg unter den Teppich zu kehren, Hitler dort nach wie vor präsent. Doch das ist eine andere Geschichte. Vielen Dank.